Yo Leute, was geht ab? Heute reagieren wir auf Pumping Monkey und zwar Tinder! So Tinder in Dortmund wolltest du sagen. Ja, wir machen das Tinder in Dortmund und ja, spannend. Let's go! Irgendwas. Oh, einer ist schon zensiert. Ja! Rein da! Aber das ist jetzt auch im Sommer vorgedreht worden. Ja, Leute, auf unserem Hauptkanal kommt jeden Tag bis zum 24. ein Video. Also checkt den Hauptkanal ab. Ich wollte nur sagen, Leute schreiben, hey, ich mag euch wirklich, aber ist es nicht ein bisschen zu kalt für so T-Shirts und so? Ich denke so, das ist vorgedreht. Das, ja, guck mal, das denkt, ein Auto ihr, ist vorgedreht. Denkt ihr, das ist alles, denkst du, das läuft mit T-Shirt rum, das ist vorproduziert. Totti, kein schlechtes Beispiel. Ich wollte gerade sagen, so, wir tragen jetzt keine T-Shirts, es ist vorproduziert. So, aber Totti ist so realitätsfern, scheiß darauf. Komm direkt am Phoenixsee, deswegen bin ich jetzt bei Phoenix West. Ich habe zwar Privatveranstaltungen gemacht, ohne eine Story anzukündigen. Deswegen bin ich gespannt auf Dortmund, weil ich auf Dortmund bin ich schon seit Monaten gespannt. Okay, ihr könnt schon die Tinder-Aufstellung sehen, oder? Fangen wir an? Ready? Ready. Gut, wir fangen an, weil ich habe ein bisschen Feuer. Junge, ich freue mich auf die hier. Ja. Bevor die Cops kommen, mich hops nehmen. So, bevor wir anfangen, checken wir einmal unsere Ladies ab. Bitte, jetzt kommt schon. Oh mein Gott. Am Start. Jetzt die Jungs. Kennst du andere Tonlage nur? Oh mein Gott, Tupac ist auch am Start. Tupac. Hey, okay, auf meine Art, Ladies first. Hi. Hi. Stell dich mal vor. Ich bin Semina, 18 Jahre alt. Woher kommst du? Aus Schwellen, aus der Nähe von Wuppertal. Schwellen? Okay. Weißt du, was deine Aufgabe ist? Ja. Abchecken. Junge, du hast einen heftigen Teint. Ja. Das ist mein Teint, den ich erreichen möchte. Red nicht über Teint. Ich will die ganze Zeit braun sein, aber es funktioniert nicht. Junge, die will seitdem sie geboren wurde, will sie ins Soli. Ja. Ich sag, ich will, aber ich bin hingegangen. Ich will, aber dann denke ich mir so, das bringt doch Krebs. Diesen Chico einmal von oben bis unten ab. Jetzt sag uns, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Ja, schon. Also, er hat einen freshen Style, so. Ja? Ich mag's. Ein Jahr, Applaus bitte, komm. Sehr schön. So macht man das. Aber Bro, die ist anders schüchtern, gell? Ja. Weißt du warum? Die chillt so. Ja. Also, ihre Hand ist so. Sieht man so an der Gestik. Ja. Gestik? An der Geste? Ja. Was hab ich gesagt? Gestik. Ey, ich erfinde neue Wörter. Also, ist er dein Typ? Ja, schon. Okay, gehen wir rüber, hören wir uns die Meinung von drüben an. Was geht ab, Jiggy? Was geht? Oder heißt das Gestik? Jetzt bin ich auch verwirrt. Ey, ignoriere mir das. Ich bin Darren. Darren? Aaron. Gott, Aaron. Darren ist Aaron. Okay, Darren, check sie mal von oben bis unten. I've been really trying, baby. Sieht ganz gut aus. Ja, was sagst du? Würdest du sie daten? Ja, nein, begründet. Auf jeden Fall. Hä? Auf jeden Fall. Sie hat sehr schöne Augen und so. Oh. Hey, wir haben ein Date. Die ist voll hübsch, also die ist wirklich richtig ja, hübsch. Ja, die ist richtig die süß. Die hat wirklich auch schöne Augen. Ja, die sieht voll süß aus und er ist irgendwie so... Er ist sympathisch. Ja, er ist auch voll süß. Oh, gefällt mir. Sehr schön. Komm her, geh noch eins weiter. Sehr gut. So muss Tinder anfangen. Stell dich mal vor. Ich heiße Michelle. Michelle? Ja. Woher? Ich komme aus Lüne. Was für eine Landsfrau? Ich bin Polen, Griechen, bisschen Deutsche. Okay, dann check ihn mal ab. Ein bisschen Spanisch, und ein bisschen Italienisch. Und ein bisschen spicy. Und bis unten. I've been really trying, baby. So, jetzt sag uns, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Also, eigentlich stehe ich nicht so wirklich auf, aber dafür, dass er einer ist, sieht er eigentlich ganz okay aus, muss ich sagen. Okay, also? Auch blaue Augen, das mag ich. Ja oder nein? Ja, kann man machen, würde ich machen, ja. Kann man machen? Okay, wir haben schon mal ein Jahr, jetzt hören wir mal uns an, was er dazu sagt. Mal gucken, ob wir noch ein Date hinbekommen. Was geht ab, Jigo? Schon barisch, 17 Jahre alt. Warum wusste ich, er heißt barisch? Warum? Ich weiß, was laberst du? Warum? Warum? Ich hab's nicht schon so erahnt, dass er wahre Scheiß. Ja, aber du hast es nicht gesagt. Du sagst es jetzt, wo er schon gesagt hat. Ja, nee, als er es gesagt hat, ich so, als hätte ich es gewusst. Ja. Ja. Nachdem jemand einen Namen sagt, weiß ich auch, wie er heißt. Ach komm, du checkst es nicht, Mann. Komm, du weißt nicht mal Mehrzahl. Du weißt nicht, was Singular und Plural ist, Junge, halt die Fresse. Wir wissen beide, dass ich weiß, was. Remschein. Bist du Türke? Kurde. Ah, okay. Check ich sie mal ab von oben bis unten. I've been really trying.
So, Barisch, sag uns mal, würdest du sie daten, ja, nein? Ja, schon. Ehrlich? Ich bin so mein Typ, aber ich würde es trotzdem machen. Guck mal, wie süß die grinst, filmen sie mal. Ja, die schämt sich ein bisschen. Hey, wir haben einen zweiten Date. Hä, was ist hier los? Warum sind die alle so nett? Voll langweilig, Mann. Ich will Eskalation. Ich glaub, das ist eine Assozialisation. Lass es dabei. Das Ding ist, die, die jetzt kommt, das wird. Und die danach, das, ich sehe schon kommen. Also, chill, chill. Ein bisschen Beef. Es kommt noch. Oh, mein Gott. Unglaublich. Oh. Geben wir eins weiter. Stell dich mal vor. Jetzt. Alina aus Essen. Alina. 19. Was 19. Guck, die macht schon so Alina und 19. Ja, guck, sagt nicht ab, ja, Junge. Alina aus Essen. Russin. Russin? Ja. Okay, check ihn mal ab von oben bis unten. Die würden voll passen. Ja, gell? 100%. So, jetzt sag uns, würdest du ihn daten? Ja, nein. Nein, aber der ist jetzt nicht hässlich so. Locker, die steht so auf Lightskin und sowas, könnte ich mir vorstellen. Keine Ahnung. Aber mit dem, die können zusammen Weitspruch-Wettbewerb eigentlich machen. Warum würdest du ihn nicht daten? Ist halt nicht mein Typ, ne? Ist ein bisschen jung. Ich bin ein bisschen älter als er. Okay, was gefällt dir nicht an ihm? Ich weiß nicht. Sein Style, seine Haare, sein Bärtchen. Deine Haare, dein Style, dein Bart. Tschüss, fast alles. die macht so, ich weiß nicht, deine Haare, dein Style. Nein, die Haare sind schön, aber zu lang. Ein bisschen kürzer. Okay, also ein Nein. Nein. Hören wir uns die Meinung mal von drüben an. So. Hi. Aleikum salam. Stell dich mal vor. Mohammed, mein Name. Mohammed? Ja. Woher kommst du? Ich komme aus Dortmund. Okay. Ja. Der ist ein bisschen stabil drauf. Check sie mal ab, von oben bis unten. Ich riech das schon. Jetzt geht's los. Ich spüre es. Ich spüre den Beef, Junge. Mittlerweile, wir haben Tinder-Feinschmecker hier sitzen. Auf meiner Zunge habe ich schon erweiterte Knospen. Ich riech's von hier. Es schmeckt nach Beef, aber nicht echtem Beef, sondern dem Beef auf Tinder. Kannst du ihr Bauch auch filmen? Ja, wenn du Mutter bist, was machst du hier, Wallah? Sie ist Mutter! Ah, sie hat ein Kind bekommen. Deswegen ist ihr, der hat gesagt, kannst du auch ihr Bauch filmen? Also ihr Bauch ist ein bisschen dicker. Ja. Und sie hat gesagt, ich bin Mutter, ich habe ein Kind bekommen. Ja, okay, das ist scheiße. Bro, Leute, das ist scheiße. Aufs Äußerliche so, auch mit Bauch und so. Wisst ihr, was ich meine? Singst Tinder, das ist Oberfläche. Ich weiß, was ich meine. Ja. Aber wenn es darum geht, dass jemand fett ist, hält sie Schnauze, ja? Merobart, okay? Nochmal zurück zur Thematik. Sie ist Mutter. Ja. Das verstehe ich jetzt nicht, wirklich. Ja, ich denke auch immer so, Mutter, muss man da jetzt mitmachen so? Weil jetzt bist du ja, jetzt hast du einen Lebensabschnitt, weißt du, jetzt musst du dieses erwachsene Leben 100% rein. Ja, weil du, also Mutter, keine Ahnung. Ja, ich weiß das. Hä? Das passt gerade irgendwie nicht rein. Ich hoffe, unsere Mutter macht damit nicht. Ja, ich weiß, das ist sein Bart irgendwie. Sein Bart ist Loken. Was hast du gesagt? Der ist nur so, weil der einen Korb bekommen hat. Sonst wäre der niemals so. Der hätte mich um die Ecke genommen und ge***t, auf jeden Fall. Der ist um die Ecke gegangen und hättest das mitgemacht? Oder war das gerade dein Eigentum? Bin ich gerade blöd? Oder? Aber ich finde das so scheiße, mit Mädels zu reden. Mädels, bitte, das sagt man nicht so. Hört auf damit. Ihr erniedrigt euch damit selbst. So. Ich schwöre. Wer sagt das? Guck mal, sein Blick, er denkt sich so, gut, die hart, Bruder. Bräuche oder nicht? Ich dachte, flache Bäuche sind nicht schön. Ja. Was? Aber ich glaube, er hat gesagt, aber nicht auf Fettsäcke, wenn ich mich gerade nicht verirrt habe. Okay. Ja. Du bist 16 Jahre alt. Was bist du? Sei mal ehrlich. Du kommst aus Dortmund, du kommst aus Bochum. Der kommt aus Bochum, der Alter. Du kommst aus Bochum, du sagst, du kommst aus Dortmund. Du bist 16 Jahre alt und der heißt doch Ufuk. Du bist 16 Jahre alt. Okay. Oder? Halt deine Füße. Na, was ist deine. Ich hab's nicht gehört, Wieso holst du rein, Schmidt? Der heißt doch Ufuk. Du bist 16 Jahre alt. Okay. Wo ist eigentlich deine Mutter? Im Klass, ne? Halt deine Füße. Na, was ist deine.
Deine Mutter ist im Knast. What the fuck? Es eskaliert. Ja, jetzt wird ausgepackt, Leute. Jetzt wird schlimm. Bro, jetzt weiß ich. Ich dachte am Anfang, liebe Miebe, aber das darf nicht sein. Wir haben Auge gemacht. Scheiße. Bruder, die eine. Bruder, die eine. Ihr Kind chillt zu Hause. Die andere labert mich voll. Bruder, geht abnehmen. Walla, geht abnehmen. Am besten Low Carb geht. Walla. F*** euch, Walla. Du rufst mich doch an. Der war noch nie bei seiner Oma über Nacht. Ist doch normal, oder nicht? Weil ich bin jugendlich. Ich kann doch mein Leben bisschen... Bro, ja. Wenn du jugendlich bist, ja, aber dann, wenn du dich entscheidest, Mutter zu werden, dann solltest du das auch... Ja, das ist immer so schwierig, weil man wird Mutter, das heißt aber nicht direkt, Mütter haben keine Rechte oder so. Mutter ist genauso eine Frau wie davor. Ja, aber ich finde, wäre ich jetzt Mutter, würde ich mich besser ausdrücken, ja, und besser benehmen, vor allem vor Kamera, vor allem für ein Video, das für immer drinne bleibt. Ja. Bro, wenn dein Kind das irgendwann mal findet in 10 Jahren, ist auch kein Ding. Weil das Ding ist, im Internet sagen wir auch immer so, ja, du bist Mutter, du darfst nicht so, du darfst nicht das, denke ich mir so, krank, weil nur weil du Mutter geworden bist, so nur die Mutter ist, weißt du, beim Vater nicht. Gar keinen Fall. Aber schon so, du hast ein Kind bekommen, du hast Verantwortung, du bist Vorbild für dieses Kind, ja, scheiß mal auf die anderen, du bist nur für dieses Kind Vorbild. Und du willst doch nicht, dass das Kind so später das sieht und sich so denkt, das ist also mein Vorbild, weißt du, was ich meine? Ja, Kelleck halt. So. Weil ich bin jugendlich, ich kann auch mein Leben bisschen. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Kauft euch alle Suchti. Der mit 16 hier, jetzt mal im Ernst, mit 16. Ja, zeig mal. Leg mal raus. Hast du nicht gerade noch zu mir gesagt, heute bist du 19? Heute bist du 19? Dankeschön. Walla, der denkt, der kann nicht. Medical Detective, stimmt das? Stimmt das? Was denn? Dass du 16 bist. Ich 16? Was denkst du, wie alt ich bin? Weiß ich ja nicht. Du hast gesagt, du bist 19. Auf jeden Fall keine 16. Oder so. Du bist 18. Manchmal bin ich 18, manchmal bin ich 19. Man weiß es nicht, Walla. Also willst du sie daten? Oder meinst du das? Party fragt nach dieser Diskussion. Würdest du jetzt daten? Als ob er sagt, ja klar. Ah. Aber ich sehe so gelbstichig aus. Nein, du siehst wunderschön aus. Okay. Warte. Was? Nee, lass es einfach, weißt du was? Donnerstag. Bin voll die SpongeBob, scheiß drauf. Bist du ja nur eine Frage? Bruder, was ist das für eine Frage, Alter? Ganz klar, nein. Doch? Ich steh nicht auf ja, Walla. Ey, Junge, wenn er alles wegpiepst, ich versteh kein Wort. Du musst so piepsen, dass man den Anfang und das Ende ein bisschen hört und dann nur die Mitte nicht. Zum Beispiel, wenn er sagt, Fettsack, weißt du, dann denkt man Fettsack. Ja. Wenn man sagt, keine Ahnung was, ne? Nicht so Idiot, dann Idiot. Ja. Dann weiß man's. Ja. Aber wenn du komplett weg bist, was ist das, Quiz oder was? Ey, man denkt gar nicht, dass dieser Kopf gerade ihm gehört. Als ob der so drauf bearbeitet wurde, gell? Vielleicht wurde auch zensiert werden. Fatih hat was Neues ausprobiert. Ich steh nicht auf Molly, aber nichts gegen dich. Walla. Ja, wenigstens hab ich einen fetten A**sch, aber okay. Was hast du gesagt? Walla, ich bin okay, also absolutes No-Go. Wir gehen rüber zu den Mädels. So, jetzt darfst du, stell dich mal vor. Ich komme aus Essen, bin 17 Jahre alt. Check mal Tupac einmal von oben bis unten nach. 17? Jetzt sag uns, würdest du Tupac daten, ja oder nein? Würde ich bestimmt. Bestimmt? Wie alt bist du? 18. Würde ich machen. 18? Aber Walla, den würde ich auch. Okay, aber noch kein Date, also ja. Ja. Ist ja dein Typ. Ja. Stehst du auf so welche? Du könntest vielleicht das Haarband abmachen, aber ich glaube, dann wird es besser aussehen, aber... Hey, was ist das denn? Okay, sehr schön, korrekt. Gehen wir rüber. Oh, sie kann auch nett sein. Nick, das ist gerade ein bisschen verwirrend, ich habe gerade ein bisschen Angst. Warum? Weil sie war davor so richtig aggressiv und jetzt macht sie, ja, wie die stellt. Nicht so, hä? Okay, alles okay. Und jetzt wird der sagen, nein, und die sagt, du bist sehr hässlich mit dem Haarband oder Turban oder so. Sie hat ja gesagt. Okay, stell dich mal vor. Ich bin Ali, ich bin 18 Jahre alt und ich komme aus Remscheid. So, okay. Check du sie mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Ali? Hast du eben die Schlüssel gesehen hier? Die Schlüssel? Ja. Ja. Walla, mein Hausmeister damals immer. Mit solchen Schlüsseln. Wieso können sie 143 aufmachen? Der so. Ali, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Also ich würde so sagen, wenn ich Druck habe, ja, aber... Also nichts gegen dich. Ich schwöre, nichts gegen dich. Ich schwöre es dir.
Das ist ganz nett gemeint hier. Hä, was laberst du dir da? Hä? Du sagst, wenn ich Druck hätte, ja, aber nichts gegen dich. Gegen wen denn sonst? Hä? War da EQ in diesem Video? Minus 30.000. Ich wollte gerade was sagen, aber ich sag gar nichts. Aber an sich, du bist eine gute 6 von 10, bin ich ehrlich. Oder ist 6 von 10 bis nicht zu viel, Alter? 6 von 10. Du rufst mich immer an. Einfach Tutti war kurz da. Kennst du immer, wenn Tutti irgendwas macht? Zum Beispiel Tutti diskutieren. Ja. Sagst du, Tutti, Junge, du liegst im Ungleich, macht die. Dann bellt die mich einfach ran, gell? Und guck mal im Hintergrund, hör mal genau hin. 6 von 10. Kasse, du rufst mich immer an. Einfach. Aber Tutti. Oh, ey, jetzt sind wir alle gespannt. Oh, fuck aus! Jetzt holt die Beweise raus. Aber ohne Reden. Das war noch gut, ne? Mann, mal ganz normale Chats, man darf nicht mehr schreiben. Guck mal, wenn du seine Nummer hast, ruf ihn jetzt an. Und wenn das Handy in seiner Hosentasche... Nein, 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 man merkt schon, er sagt, ganz normale Chats, man darf nicht mehr schreiben. Also, er gibt ja, 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 aber guck mal, ich würde an deiner Stelle jetzt einfach ihn anrufen. Wenn das Telefon in seiner Tasche klingelt, hast du alles hops genommen. Ich schwöre. Man darf nicht mehr schreiben. Guck mal, ich frag, er ist alles okay, ich frag, woher Nummer. Du hast gegeben, während du getrunken warst. Hey, hey, warte, du weißt es doch! Warte, ich lese, warte, ich fäll doch zittern, ne, bei Gott. Ehrlich. Ey, die hat den hochgenommen. Sie sagt, er sagt irgendwas, hey, die sagt, woher die Nummer? Er sagt, hast du mir gegeben, als du betrunken warst. Ey, sie hat ihn hochgenommen. Sonst, als du getrunken hattest, hatte ich generell schon Druck, weißt du, war leicht angetrunken. Ich wollte unbedingt mit dir in eine Ecke, dies, das, you know, du so, nee, meine Mama. Der hat ihn auseinandergenommen. Oh, tschüss, tschüss. Mach dich Geld, hab ich dich. Guck doch, was du geschrieben hast. Guck doch. Wie der noch drauf guckt, so. Zeig mal. Ja, also, wenn das nicht weiß. Hab ich das wirklich geschrieben? Was Blöppe. Um Ecke, ne, weil du Druck hast. Aber du bist nur eine, die man kann. Ich hab doch gerade eben nicht gesagt, dass ich dich klär. Also würdest du sie daten? Wie gesagt, wenn ich Druck hab. Der ist wirklich 16, glaube ich, gell? Ja, man merkt es. Jetzt ja. Merkt davor, dachte ich mir so, vielleicht ist er nicht so 16, weil der wirkt, was heißt, er wirkt 13? Ja, der sieht erwachsen aus. Vielleicht 17 oder so, weißt du, ich meine. Ja, aber gerade wie er reagiert hat. Ja. Weil, guck mal, ein echter Mann hätte hier einfach eine Bombe gemacht. Schwitzkasten genommen. Wie gesagt, wenn ich Druck habe, ja, aber sonst nicht so. Ja oder nein? Nein. Nein. Nette nein. Ja. Jetzt nein. Ja. Jetzt nein. Ich habe ja gesagt, ich wollte nett sein. Was hältst du jetzt von ihm? Bisschen arrogant. Arrogant? Du kriegst von mir trotzdem ein Ja, weil ich Herz habe. Oh mein Gott, bist du dumm? Er sagt gerade, er wird dich so. Er sagt gerade, er wird dich so. Wie soll ich das Werbefreundchen umgehen? Er sagt gerade, er wird dich umarmen. Er wird dich gerne umarmen, ja? Wenn er Druck hat, Junge, du bist für ihn ein Stück nichts, nur Spaß haben. Ja. Und du gibst ihm trotzdem ein Ja. Ey, diese Frauen, was ist los mit euch? Ich weiß nicht, ich bin... Ich hätte sein Knie eingetreten und gesagt, was? Was, du hast Tutti hätte 9 Milli aus Jeans. Bam, 2 Schüsse ins Knie. Gott. Stark. Okay, stell dich vor. Hallo, ich bin Lisa, bin 18 Jahre alt und komme aus Dortmund. Okay, Lisa, check ihn mal ab oder mit uns. So, jetzt sag uns, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Ich gebe dir ein nettes Nein, aber ich sag mal so, Charakter zählt mehr, also achte ich mehr auf Charakter anstatt auf Aussehen. Gelohnt, ne? Oh! Also, auf einen Kaffee würde ich schon trinken gehen. Ja. Ja. Haben wir jetzt ein Ja oder ein Nein? Ja. Sagen wir ja. Ja? Ja. Okay, wir haben hier ein Ja. Stell dich vor. Ich bin Mohamed, 17 und komme aus Dortmund. Check sie mal ab von oben bis unten. Die ist süß, Mann. Ja. Okay, jetzt sag uns, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Also, sie hat einen guten Style. Ich würde sie daten, ja, aber ich bin halt ein Jahr jünger. Also, auf Kaffee würde schon. Ey, der ist auch richtig sympathisch. Beide sind sehr nett. Sehr, sehr sympathisch. Und auch so respektvoll macht sie, sie ist ein Jahr älter und ja, so. Ja, also, aber ein Jahr ist nicht schlimm, so. Ja. Genau. Stell dir vor, es wäre ein Jahr und ein Monat, Bruder. Ein Jahr und ein Tag, 3 Stunden. Genau, 5 Stunden.
Oh, dann haben wir von beiden Seiten ein Ja. Oder was? Ja. Du hast auch Ja gesagt? Haben wir jetzt insgesamt dreimal Ja? So, sind wir schon bei der letzten. Stell dich vor. Hi, ich bin Ronja und bin 18 Jahre alt. Bin 18 Jahre alt. Ich spule zurück. Ja. Okay. Hi, ich bin Ronja, bin 18 Jahre alt und komme aus Dortmund. Ronja? Ronja. Ronja, check ihn mal ab von oben bis unten. So, jetzt sag uns, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Das war ein lautes Zeichen. Ihr habt die doch gesehen, ich bin ja, was, ich weiß nicht, was soll ich sagen? Die ist voll hübsch. Ehrlich sein. Er sieht gut aus, so, ist okay, so, aber für mehr. Sie so, er sieht gut aus, so. Aber ich muss los. Die ganze Schlüssel so kennst du diese Mohammeds und Alis und so, wenn die so in Clubs sind, dann haben die immer ihren Bandschlüssel hier im Finger. Ja. Und dann, wenn die reden und so, man sieht Kette. Immer den Bandschlüssel. Und sie Kette. Auch. Als Kette, die hängt da so. Also so freundschaftlich, so. Weißt du? Ja oder nein? Ja. Machen wir freundschaftliches Nein. Nein? Nein. Okay. Freundschaftlich. Komm her. Freundschaftlich. Stell dich vor, Gun Broke. Bruder, ich bin Kemal Can, bin 21 Jahre alt, komme aus Wanne Eickel. Du hörst dich sehr so mit Feuer an, warum? Bruder, ich bin geladen. Oh. Check sie mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Kemal, sag uns, würdest du sie daten? Ja, nein. Bruder, ich kenne Ronja. Wir hatten vor ein paar Jahren Kontakt. Sie ist hübsch, hat einen guten Fick, also gutes Dings, Style. Aber auch nein. Ich stehe so eher auf Typen oder Marokkanerin, so ein bisschen braun gebrannt. Ich habe gerade verstanden, ich stehe so auf Typen. So locker. Papa locker! Also auch auf korrekt nein. Also ist nicht mein Geschmack, aber so raus kann man gehen. Hast du jetzt Ja gesagt? Nein, Bruder. Nein. Woher? Dortmund, was geht ab? Tamam, Leute, das war's mit dem Video. Ich sag nur was. Anfang dachte ich mir so, es läuft so gut. Ende. Und wir sagen tschüss. Tschüss, bis morgen. Auf dem Hauptkanal ist ein Video online gekommen. Checkt den Hauptkanal ab. Wir sehen uns morgen. Witzigstes Video. Tschüss.